Sprung. Erfolgreich. Aufschlag rechts, Wechsel wieder. Olga Raunitsch kann den Ball nur rüberboxen. Und da segelt die Libera von Wiesbaden auch über das Feld. Katja Medved sehr engagiert. Aber letztendlich dann doch chancenlos. 6:7 verkürzt Stuttgart. Weiter im Aufschlag Sabrina Ross. Brinker kann den Ball noch rüberlegen, aber Probleme auch, den zu holen bei Wiesbaden. Janine Holnes legt den zweiten Ball wieder rüber, kriegt ihn zurück. Zuspiel im Bagger der Libera. Und der Block steht. Tim Renkema, undankbare Aufgabe. Natürlich war da der Block zu. Gute Arbeit. Das 8:6 für Wiesbaden. Die technische Auszeit. Im dritten Satz. Wir schauen nochmal in die anderen Hallen. Wie gesagt, Berlin sind es 0:3, Dresden unbedingt 3:1 und Schwerin Münster 3:0. Die Wiesbadenerin übrigens nicht nur ohne Nicole Fetting. Wie gesagt, sie wurde suspendiert. Und der Verein stellte sich unter sie hier, hinter sie hier, hinter Young. Auch Natalia Tschukseeva, der Neuzugang aus Lohhof, musste sich abmelden. Sie mit einer Meniskus-OP wird länger ausfallen. Der Meniskus muss da genäht werden. Und noch ist nicht absehbar, wann sie wieder zur Mannschaft zurückkehren kann. Für die Gäste aus Wiesbaden. Aufschlag bei Anke Borowikow. Vom Block ist aus. Henschelblatt holt sich das Aufschlag gleich zurück. Gute Annahme. Kein Problem. Angie Blond stoppt den Ball ins Wiesbadener Feld. Der Ausgleich 8:8. Wieder ein guter Aufschlag von Kim Renkema. Und der zweite schöne Sprungaufschlag von ihr in Folge. Probleme. Folgerichtig in der Annahme bei Wiesbaden. Und die chinesische Trainerin nimmt eine Auszeit. Jetzt Rückstand für Wiesbaden mit einem Punkt, 8:9. Jan Dinnenmeier kann zufrieden sein mit seinem Team. Der Ball im Gestänge der Hegelhalle. Am Ende dann doch noch der Punktgewinn für Wiesbaden. Nach einem guten Aufschlag von Kim Renkema. Annahmeproblem. 9:9. Aufschlag Olga Raunitsch. Burkhardt voll in den Doppelblock, aber von dort ins Aus.
Deswegen Punkt für Wiesbaden, die Führung 10-9. Ange Borowikow, gute Annahme. Über Kopf, der Angriff. Angie Blunt haut in den Block und von dort geht der Ball an die Decke. 10-10. Katja Medved, der Libero von Wiesbaden, motiviert sein Team. Aufschlag, Angie Blunt. Die Linie entlang, aber ins Aus. Von Martina Nowotna. Ja, da hat sie gesehen, dass Diagonal zu war. Versuchte die Linie entlang zu schlagen, aber traf den Ball nicht richtig. Führung für Stuttgart. Gut gelegt von Regina Bolcher in die Mitte. Starteten drei Stuttgarter Abwehrspielerinnen, um den Ball zu retten. Am Ende bekam ihn aber doch keine. Kein schlechtes Wahl der Mittel. Guter Long. Aufschlagen in die Mitte. Hoch über die 4. Anke Borowikow sieht, dass die Linie frei ist. Ausgleich bzw. 1 Punkt Führung für Stuttgart. Vom Block ins Aus. Punkt für Wiesbaden. Ganz knapp und mit etwas Glück von unten den Doppelblock angeschlagen. Hat gereicht zum Ausgleich. Sascha Holnes am Service. Und jetzt der Dankeball durch die Mitte. Mit Erfolg, Anke Borowikow. Sorgt für die Führung der Wiesbadenerinnen. Ja, guter Aufschlag Holnes, Annahmeprobleme in Stuttgart. Und dann aus der Lotterie-Annahme heraus der schnelle Ball durch die Mitte. Keine ideale Annahme. Gut gehalten eigentlich von Anderson. Aber dann doch nicht mehr gelungen, den Ball übers Netz zu bringen. Nächster Punkt für Wiesbaden. 2 vor der VCW. Wieder keine gute Annahme. Übergegriffen von Zuspielerin Anderson, entscheidet Schiedsrichter Rill. Ja, die Annahme kam sehr hoch und sie hat ihn klasse gerettet, aber sie war schon drüben auf der anderen Seite des Netzes. Das ist nicht erlaubt. Deswegen Ballgewinn, Punktgewinn für Wiesbaden. Und Jan Winnenmeier nimmt eine Auszeit. Nächstes Spiel, 16.02. gegen den Köpenicker SC. Hier in der Hinhöhe. 19.12. dann bleibt dann Suhl. Bevor es für uns dann direkt zum Pokalfinale geht am 6. März. Drei Punkte Rückstand sind gar nichts mit eurer Unterstützung. Drei Punkte sind sie hinten, die Stuttgarterinnen. Das Publikum gibt alles, sie versuchen ihr Team hier nochmal so richtig nach vorne zu pushen. Es ist natürlich noch nichts passiert in diesem dritten Durchgang, aber sie müssen ja besser annehmen. Wieder ein Dankeball, der darüber fliegt und Wiesbaden jetzt mit der Punktchance. Ja, nicht gerade überzeugend von Nikolina Kovacic, aber es hat gereicht.
16-12 und es gibt gleich wieder eine Auszeit, die technische Auszeit. Gute Aufschläge im Moment von Wiesbaden führen zu argen Problemen in der Annahme. Auch Libero Evelyn Delogu, die Brasilianerin, hat also ihre liebe Mühe und Not, die Bälle sauber vorzubekommen. Und dann ist es natürlich schwierig für Cindy Anderson, ihre Angreiferin in Szene zu setzen. Es gibt auch gar nicht allzu viel zu reden. Die Stuttgarterinnen stehen schon wieder bereit, um weiterzumachen, obwohl sie die Auszeit doch ein Stückchen weit nötiger hätten als Wiesbaden in dieser Phase des Satzes. 16-12 Führung der Gäste. Die technischen Auszeiten ja auch mit einer Minute doppelt so lang, wie die Teams nehmen können. Mal schauen, ob der Rhythmus des Aufschlags von Tesha Holness unterbrochen ist. Der kommt wieder gut. Der Logo diesmal aber mit einer besseren Annahme. Und prompt klappt's. Über Kopf. Maren Brinker holt sich das Aufschlag gleich zurück und bringt ihr Team auf 3 Punkte ran. Der 17. Punkt für Wiesbaden. Der Novotna erfolgreich. Auch sie über Kopf, über die Position 2. Aufschlag aus dem Stand. Keine gute Annahme. Kim Renkema muss das selbst versuchen. Versucht's Longline, aber der Ball zu weit draußen. Und den schlägt sie an die Antenne. Ja, sie zeigt an, mein Fehler. Also das waren gleich 2 von ihr, die schlechte Annahme und dann Ball jetzt aus. 5 Punkte Führung für Wiesbaden. Klasse Annahme diesmal. Evelyn Silogu. Das ist die Basis für einen guten Angriff. 14-18. Doppelwechsel bei Wiesbaden. Martina Novotna geht und für sie jetzt auch mal Niki Klingsporn im Spiel. Also die Zuspielerin Olga Raunitz hat auch das Feld verlassen. Jetzt Niki Klingsporn, also Zuspiel für Wiesbaden. Kommt aber gar nicht an den Ball. Und kein guter Dankeball wieder von hinten von den Stuttgarterinnen, aber auch die Wiesbadenerinnen machen es nicht besser. Ja, vergebene Chancen, hüben wie drüben. Besseres Ende für das Heimteam. 18-15. Pilaya Meki ins Aus, wenn auch knapp. Und damit führt Wiesbaden wieder mit 4 Punkten. Gut. Nikolina Kovacic mit einem guten Aufschlag. Und Josefine Dörfler trifft die Linie. Extrem diagonal, dieser Cut. 20-15 Auszeit Stuttgart. Ja, sie haben Annahmeprobleme. Smart Allianz Stuttgart. Da muss Stabilität rein. Die Aufschläge sind gut. Aber eine Kopfsache ist die Psychologie im Spiel. Wenn man ein, zwei Annahmen nicht so gut nach vorne gebracht hat. Umgekehrt
merken das die Gegnerinnen und der Aufschläger. Ich denke, der Service hat